Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3. Ja, beim letzten Mal wurden wir hier heimtückisch von ein paar Ertrunkenen attackiert. Mal gucken. Er ist entkommen. Hat seine Stiefel im Schiff verloren. Ja, ja. Sehen wir sonst noch irgendwie was? Ich will nicht die Fußtapsen hier. Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Das ist zu viel. Nicht schlecht. Au! Au, au, au! Ja, nee, macht mal hier irgendwas. So, wo ist der dritte? Die waren doch zu dritt. Die mistigen Mistviecher. Okay, zumindest mal haben wir hier einen ertrunkenen Hirn. Und ein Monsterzahn. Schmieren wir uns hier das nächste Brot. Achso, hier ist der dritte. Ja, den können wir leider nicht looten. So. Aha, hier geht's weiter. Die Spur führt wieder ins Dorf. Er blutet, aber nicht stark. Oberflächliche Wunde. Mhm. Hattest du was damit zu tun? Nee, anscheinend nicht. Wir gehen die Fußspuren weiter. Haut mal ab, ihr Gänse. Kusch, kusch. Okay. Nehmen wir gerade mit. Ah. Und hier scheint der gute Mann zu wohnen. So, machen wir mal kurz. Ein kurzes Speichern? Hallo? Hier endet die Spur, aber ich erkenne ihn an den Wunden. Okay, der kleine Junge wird es wohl nicht gewesen sein. Ja, wir können hier anzünden, aber... Ich kann aber nicht mit ihm hier reden. Wir zünden mal an. Okay. Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Ja, ja, ist gut. Liegt hier noch einer rum? Was ist mit deinem Gesicht passiert? Spuren von ertrunkenem Clown. Das muss er sein. Da ist er. Der Napp! Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern, für Gold machen die alles, oh ja. Sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Habe ich nicht recht? Hör mal, wir können das unter uns regeln.
Ich gebe dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Hab schon was ausgegeben. Aber was noch da ist, gehört dir. Oh Gott. Ja. Knifflig. Auf der einen Seite, klar, die sind hier anscheinend hier unter Besetzung. Da von diesen Nilfgaardern. Aber der Zwerg wird ja eigentlich auch nur von denen gezwungen, irgendwie den Kram herzustellen. Ich weiß ja nicht, ob der, was der Herr Zwerg da mit ihm macht, wenn ich jetzt hier sage, nee, du kommst jetzt halt mal mit. Könnten sie das ja irgendwie mal untereinander ausdiskutieren. Deswegen, aber gut, keine Brandstifterei. Deswegen, ich weiß halt nicht, was passiert. Das ist halt das Problem. Im Prinzip würde ich ja sagen, nee, du kommst jetzt mal mit. Scheiß hier auf dein Geld. Bin hier nicht so bestechlich. Na gut. Elstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen. Dann hau ich dir die Visage zu Brei. Ganz ruhig, komm jetzt. Ja, das sind immer noch nicht die Druiden, die ihr sucht. So, was? Eskortieren? Ach, du ahnst es nicht. Ich muss mich entschuldigen. Ich gehe mich entschuldigen. Naja, du kommst mal mit hier dich entschuldigen. Wo muss ich denn hin? Ich habe schon gedacht, ich hätte ihm da jetzt halt die Tür vor der Nase zugeknallt. Sehe ich auf der Karte, wo der ist? Ach ja, der ist dann... Ach, hä? Sind wir von da? Ich habe gedacht, ich bin dann hier rüber gegangen und nicht so rüber. Hä? Ach nee, ich bin ja hier irgendwie hier so runter und dann da rum. Deswegen. Okay, einmal Wegpunkt, um halt auch zu gucken, wie das aussieht. So, er geht da auch mehr oder weniger von selber hin. Ja, aber wenn der so dahin schwankt, kann das lange dauern. Ja, er schwankt selbstständig dahin. Das ist schon mal viel wert, aber ich traue der Sache halt nicht. Was ist das denn eigentlich? Suche Honigwaben. Gute Bezahlung. Große Mengen erwünscht. Aha. Naja, ich glaube Honig an was... Wo, weiß ich ja, aber ich weiß nicht wie. Vielleicht hätten wir da auch mal mit dem Schwert gegen donnern müssen. Ne, gibt's hier noch... Ach Gott, nein! Es gibt neue Quests. Ich habe die alten noch nicht abgearbeitet. Wir hängen hier immer neue Zettel auf. Was sind die denn, Jack? Ja, genau. Schritt nach rechts. Nicht, dass der wieder hier anfängt loszupinkeln. So. Willis! Los, aufwachen! Was? Was? Was ist los? Hier, bitte. Der Dorfpyromane höchstpersönlich. Knapp? Du? Ich hab deine Mutter so lange gekannt und dir kaum je was berechnet. So dankst du es mir? Das reicht. Hey, Soldat, auf ein Wort. Ach, das ist jetzt nicht Nein, fair. Nein, Willis, bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich hab dir doch gesagt, Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau. Wenn der Nachschub kommt, ist alles geordert.
Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Was? So wollte ich's doch nicht. Harte Strafe. Ja, jetzt würde ich das Dorf erst recht lieben. Und mich jetzt vor allen Dingen das Dorf auch. Dich erst recht lieben. Jetzt kann das Dorf mich mal kreuzweise. Weißt du, ich habe die Schwarzen zuerst gehasst, wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Und ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich mach dir gute Preise. Ja, dann hämmer mal los. Ach Gott. Ich hab gedacht jetzt deswegen, wo er dann die Wachen dann gerufen hat, okay, aber vielleicht hätte er ja dann doch noch irgendwie ein Einsehen gehabt. Hallo, Hund. Plötzlich ist nicht mehr da. Wohnt hier jemand? Ja, hier wohnt jemand. Nee, dann klauen wir mal nicht. Okidoki. Eigentlich... Eigentlich wollte ich was anderes machen. Pusteblume, auch schön. Können wir hier? Nee. Ich habe doch jetzt hier so ein ertrunkenen Gehirn und so. Können wir da nicht... hier irgendwie so leckere Getränke kredenzen? Oder ich habe ja auch noch hier irgendwie so ein... Huch. Nein. Jetzt hör mal auf damit. Ich hab da noch hier auch noch irgendwelches leckeres Hasenfleisch. Kann man da irgendwie was... Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Ich habe bei dir noch nichts gekauft. Zeig mal her. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Ach Gott. Können wir bei dir... Ne, bei dir werde ich den Schrott auch nicht los. Aber halt, Moment. Ach. Kannst du was für mich anfertigen? Ich möchte, dass du mir etwas anfertigst. Ja, habe ich von allem nix. Links auf dem Bildschirm siehst du... siehst du Liste der Schebas. Aha. Beschreibung. Jetzt erforderliche Komponente. Auch Handwerker müssen essen. Nee. Müssen sie nicht. Gegenstände herstellen. Gegenstände zerlegen. Ah, einige Gegenstände lassen sich zerlegen, um neue Handwerkzutaten zu erhalten. Suche dazu einen Handwerker auf und wähle zerlegen. Noch. Gibt's. Ah, hier ist zerlegen. Ah, okay. So, Gegenstände zerlegen. Aha. Ja, toll. Kostet aber alles. Hier siehst du, welche Komponenten nach Zerlegen des Gegenstands übrig bleiben. Kosten. Okay. Notiz können wir für ein was auch immer in eine Notiz zerlegen. Ah, das können wir in eine Silberbarren zerlegen. Holz und Schnur. Pechdraht. Gehärtetes Holz.
Lederstücke und Schnur, Lederbänder. Schnur und Zwirn für 3. Eisenbarren. Ich denke mal, ich würde gerne das eigentlich hier mal zerlegen. Aber ich muss irgendwie gucken, dass ich an Geld komme. Monsteressenz. Was habe ich denn da jetzt? Gehärtetes Holz. Okay, ich kann dann das, was ich schon mal irgendwie hier rausgezuppelt habe, noch weiter irgendwie. Deswegen, das ist ja gehärtetes Holz. Das kriege ich ja zum Beispiel da auch aus dem Paddel da raus. Und da kriege ich aus so einem Paddel oder halt aus dem gehärteten Holz, kriege ich dann nochmal normales Holz und Harz. Ich glaube, ich muss erstmal irgendwie wissen, was ich hier tatsächlich brauche und was irgendwie nicht. Ich glaube, ohne Plan nutzt mir das hier irgendwie nichts. Okay, leb wohl. Leb wohl. Ich weiß halt nicht, wie viel Sinn das hier am Anfang macht. Deswegen, ich müsste eigentlich noch was Leckeres zu essen kaufen. Weil hier meine ganzen Brote habe ich ja schon aufgebraucht. Ach Gott. Suche Flug zum Ausleihen. Hallo Leute, kann mir jemand seinen Flug leihen? Ich habe meinen neulich dermaßen auf einen Stein gesetzt, dass er krumm und schief gebogen ist. Und ein Bies soll mich holen, wenn ich weiß, wie man ihn repariert oder sein Feld ohne pflügt. Naja, komm. Zusatzration. Hier gibt die kaiserliche Garnison bekannt, dass die Armen des Dorfes wöchentliche Essenrationen entgegennehmen dürfen. Diese Rationen werden nur an Empfänger abgegeben, die ihre Bedürftigkeit nachweisen können. Betrüger werden im vollen Umfang des Gesetzes als gewöhnliche Diebe bestraft. Hell, Herzar, irrt, glor, art, feen, es, narr. Nicht verstanden? Ne, ich hab's noch nicht mal richtig ausgesprochen. Was ihr gerade gelesen habt, kein Wunder, es ist Nilfgaardisch. Und diese Sprache spricht bald die halbe Welt. Gleich mit dem Lernen anfangen. Je früher, desto besser. Ich helfe zu moderaten Preisen. Ernest von Vicovaro. Auf Befehl von Kommandant Peter Quinlev sei hiermit kundgetan, dass die kaiserliche Armee ab sofort Anwerbungen entgegennimmt. Rekruten erhalten Verpflegung, Unterkunft und regelmäßigen Sold. Selbstverständlich ist die Ehre im Hirwa im Reis Deidwen Adan Unkarnep Morwut dienen zu dürfen. Ach Gott, als höchster Lohn. Nach der Einschreibung werden die Rekruten von den besten Strategen des Kaiserreichs unterwiesen. Die Familie der Rekruten können sich auf ausreichende Versorgung während der gesamten Dienstzeit verlassen. Fällt der Soldat im Kampf, erhalten die Familien eine lebenslange Pension. Klingt gut, kommt nur drauf an, wie hoch die Pension ist. So, mal gucken, was in der Kneipe los ist. Der Kaiser wird uns führen. Ja, ja. Betrunkener, hallo. Durch. Ja, pass eher selber auf. Katze, geh mal weg da. Kusch. Ja, ich muss hier durch. Da ist noch ein betrunkener Bauer, Bäuerin und Katze. So, wo ist denn hier Bauer? Mögen die Götter dich schützen. Ah ja. Wer bist du? Bauer, 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 Bauer. Und Visimir. Ja. Das weiß ich gar nicht mehr. Irgendwie. Ja, ja, ist ja gut. Mein Gott. Wollte ich ja gar nicht so.
Hier oben kann man durchseppen, okay. Das ist Tutorial? Nee, das ist Bistarium. Meditation komme ich nicht hin. Wirksam im Kampf gegen Greifen. Aha. Können wir, Moment. Können wir hier? Da muss ich mit der Maus, aber da habe ich keinen Mauszeiger. Schade. Jetzt geht gar nichts mehr. Ach so, weil Bistarium schließen. So. Können wir hier meditieren? Bis zwei meditieren? Können wir. Die aktuelle Zeit 2.45 Uhr und bis zwei meditieren nutzt irgendwie nichts. Wähle links. Okay. Setzen wir mal hier auf 6. Blöpp. Und zurück. So, dann haben wir ein bisschen meditiert. Haben wir das auch mal hinter uns gebracht. Und ja, unser Leben aufgefüllt. Dann können wir jetzt. Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd war, geschnappt und verhört. Er hat gezappelt und geschrien. Bumm, da haben sie ihm den Kopf abgehauen. Ja, so war's. Nur war es so ein Ertrunkener, der den Jungen entführt hat. Der Hexer hatte damit nichts zu tun. Was haben die Leute getan? Sie konnten den Kopf hier schlecht wieder annähen. Angeblich haben sie ihn husch-husch in einer Gruft begraben. Aha, weiß. Die Jagd ist stets ein Vorbote des Krieges. Wisst ihr auch, wo die Gruft ist, eventuell? Okay, anscheinend nicht. Naja, gut, dann würde ich sagen, ich mache hier an der Stelle Schluss und beim nächsten Mal gucken wir mal, was wir hier alles so, ja, machen können. Wir haben ja hier genug Aufgaben. Was sind das hier eigentlich? Verlassene Städte. Ach, Alarm. Das ist das verlassene Dorf, da waren wir ja. Ja, wie gesagt, da suche ich mir jetzt dann irgendwas aus und das machen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann. Naja.